Wir sprechen in Halle 4 mit Markus Grödel von der Firma Hörbinger. Herr Grödel, wir stehen hier vor einem Antrieb für Regelarmaturen und der hat eine ganz besondere Funktion, nämlich welche? Ja, der Hörbinger elektrohydraulische Armaturenantrieb vereinigt die Vorteile von einem elektrischen Armaturenantrieb mit Sicherheitsfunktionen und es werden nur zwei Kabel benötigt. Ein Standard elektrisches Signal reicht aus, um den Armaturenantrieb zu betreiben. Zusätzliche Rohrleitungen, Schlauchleitungen werden nicht benötigt, sodass es das Ausfallrisiko minimiert und die Zuverlässigkeit deutlich erhöht. Was sind denn bei dieser Maschine die Kernkomponenten? Die Kernkomponenten sind einmal die zentrale elektrohydraulische Pumpeneinheit, aber auch ein Speicher, der im Endeffekt die Energie im Sicherheitsfall freigibt, die Energie gespeichert hat und in der die Notausfunktion realisieren kann. Dazu kommt eine elektrische Steuerung, die aus einem Einheitssignal den Antrieb betreiben lässt, sodass er sehr einfach zu verwenden ist, sehr einfach in die Applikation einzubringen ist. Aber besonders wichtig ist dann das ganze System als Gesamtes. Genau, das ganze System mit den Sicherheitsfunktionen ist die Funktionseinheit, die Hörbinger hier bietet. Ein besonderes System für Regelarmaturen bietet Hörbinger hier in Halle 4. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.